Ich begrüße euch zur neuen Folge Phoenix Wright It's Attorney. Heute wollen wir über Edgeworths Albtraum reden und würde sagen, los geht's. In den vergangenen 15 Jahren hatte ich fast jede Nacht einen denselben Traum. Ich war schweißgebadet auf, jedes Mal. Was ist es für ein Traum? Es ist ein Traum über die Ermordung meines Vaters in der Dunkelheit. Hilfe, ich kriege keine Luft mehr! Ruhe! Wo habe ich gesagt? So helfen uns kein bisschen! Ich will raus! Hilfe! Holt uns hier raus! Schreien Sie nicht so, wir brauchen noch mehr Luft. Ich kriege keine Luft! Sie verbrauchen meine Luft! Was? Hören Sie auf, meine Luft zu atmen! Ich werde Sie aufhalten! Was tun Sie? Hören Sie auf, meine Luft zu atmen! Nein, Papa! Er greift Papa an! Dann sehe ich die Pistole zu meinen Füßen. Sie war mein Beistück aus dem Gericht oder gehörte dem Gerichtsdiener. Wie in Trance hob ich die Pistole auf. Hör auf! Lass deinen Vater in Ruhe! Uah! Und mit diesem Schrei wache ich auf. Es ist ein magischer Schrei. Ein Schrei, der seit 15 Jahren in meinen Ohren ertönt. Aber das ist mein Traum, oder? Oder? Allein dieser Gedanke hält mich seit 15 Jahren bei Sinn. Aber was ist, wenn ich mich irre? Was ist, wenn es wirklich so war? Man sagt, dass manche Menschen Erinnerungen verdrängen und zum Selbstschutz. Vielleicht war ich es, der meinen Vater tötete. Was? Wenn Sie es sich genau überlegen, ergibt es einen Sinn. Nehmen Sie daran Miles Edgeworth. Stellen Sie sich vor, dass Yugi tatsächlich unschuldig war. Darum wollte er sich an mir rächen. Warten Sie, Edgeworth. Sie meinen... Ich war es. Ich war der Verbrecher im Fall DL6. Ich erschoss meinen Vater. Das ist schlecht. Was machen wir, Nick? Was können wir tun? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas machen können. Ob es uns gefällt oder nicht. Vielleicht gibt es jemanden, der sich mit dem Fall DL6 auskennt. Es gibt jemanden, Nick. Es gibt noch jemanden, der sich mit DL6 auskennt. Ja, das ist Großberg, oder? Wir gehen am besten mal zu ihm hin, würde ich sagen. Scheint doch was zu passieren hier in seiner Amtskanzlei. Herr Großberg? Oh, guten Tag. Was ist los? Sie sehen besorgt aus. Natürlich. Ich kann nicht glauben, dass Sie sich nicht besorgt sind. Oh je. Beruhigen Sie sich und sagen Sie mir, was passiert ist, hm? Es ist Herr Edgeworth. Er. Ich verstehe. Edgeworth hat also geträumt, dass er seinen Vater ermordet hat. Es ist nur ein Traum. Nur ein Traum. Ich frag mich. Was? Wenn das so ist, warum sehen Sie beide dann so besorgt aus, hm? Nun. Bedenken Sie Folgendes: Yugi hegt einen tiefen Hass gegen Miles Edgeworth. Der Hass sitzt so tief, dass er ihn wegen Mordes vor Gericht bringen möchte. Das führt mich zu der Annahme, dass der Edgeworths Traum kein Traum war, sondern die Realität, wie sie es geahnt haben. Miles Edgeworth warf die Pistole, um seinen Vater zu retten. Dabei löste sich ein Schuss und schon war es passiert. Nein, das glaube ich nicht. Yugi wurde wegen Mordes angeklagt und seine Karriere als Gerichtsdiener war vorbei. Darum wollte er Rache an Miles Edgeworth. Es war seine letzte Chance, denn die Verjährung stand kurz bevor. Was wissen Sie über Edgeworths Vater? Er war ein Strafverteidiger, der seinesgleichen suchte. Das klingt zwar banal, aber es stimmt. Nur vielleicht gab es jemanden, der ja ebenbürtig war. Ihre Mentorin Mia Fey. Meine Schwester? Gregory Edgeworth verabscheute Herr von Karmas Methoden. Das überrascht mich nicht. Von Karma ist extrem. Für ihn sind falsche Aussagen und Beweise nichts Besonderes. Das Resultat, eine perfekte Siegesbilanz vor Gericht. Um ihn zu schlagen, versuchte Gregory Edgeworth auf seine Methoden aufmerksam zu machen. Und? Er verlor und starb von der Verzweiflung. Ich verstehe. Als Gregory Edgeworth getötet wurde, wandte sich die Polizei an ein Medium. Das war ihre Mutter, Misty Fay. Ich bin Gregory Edgeworth. Ich wurde ermordet.
Mein Mörder war der Gerichtsdiener, Yanni Yogi. Und dennoch wurde Yogi freigesprochen. Da hat unsere Mutter auf uns verlassen. Man stempelte sie als Betrügerin ab. Stimmt, alle glaubten das. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, es scheint, als sei es Gregory Edgeworths Geist gewesen, der log. Gregory Edgeworth muss gewusst haben, wer ihn erschoss. Das glaube ich nicht. Sie meinen also, dass er falsch aussagte? Sie meinen, Edgeworth log, um seinen Sohn zu beschützen? Das ist nur eine Möglichkeit. Aber es ist eine Möglichkeit. Wow. Und können wir ihm noch den Brief zeigen oder so? Bringt das irgendwas? Oho, das ist der Brief. Es scheint, als wäre Yogi in seinen Inhalt gefolgt. Als Hammond umbrachte... Aber warum hätte er Robert Hammond umbringen sollen? Hammond war ein knallerter Verteidiger, aber er verteidige seine Mandanten nicht in deren, sondern in seinem Sinne. Hä? In seinem Sinne? Er glaubte seinen Mandanten nicht. Er glaubte nur an seine Fähigkeiten. Aber er hatte doch einen Freispruch erreicht. Warum also? Es war etwas anders, meine Liebe. Er gewann diesen Freispruch nur um seinetwillen. Yogi war zwar freigesprochen worden, aber er war total ruiniert. Hä? Das werden Sie gleich verstehen. Warten Sie. Was ist? Dieser Brief. Ich kenne diese Handschrift irgendwoher. Welche Handschrift ist das? Wissen Sie, wer das geschrieben haben könnte? Könnte es Manfred von Karma gewesen sein? Von Karma? Warum sollte er etwas damit zu tun haben? Nun, ich bin mir nicht sicher. Von Karma. Von Karma. Warten Sie. Sie haben recht, mein Junge. Das ist von Karmas Handschrift, bin ich mir sicher. Ich kenne sie nur von den ganzen Gerichtsunterlagen. Was? Aber das heißt ja, derjenige, der Yogi zum Mord aufforderte, war... Korrekt. Manfred von Karma, höchstpersönlich. Was bedeutete das? Warum sollte von Karma Edgeworth ruinieren wollen? Hätte er von Karma tatsächlich diesen Brief verfasst, hätte er die Wahrheit gekannt. Er hätte gewusst, dass Malte Edgeworth seinen Vater aus Versehen tötete. Ich schätze, dass er morgen vor Gericht das Gleiche sagen wird. Und er wird also so lange betonen, bis Malte Edgeworth schuldig gesprochen wird. Oh nein! Aber warum weiß von Karma so gut über Edgeworth Vergangenheit Bescheid? Selbst der Edgeworth glaubte, dass es nur ein Albtraum war. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass von Karma so hartnäckig als auch perfektionistisch ist. Vielleicht würde sich an Gregory Edgeworth rechnen, indem er dessen Sohn schadet. Wie meinen Sie das? Vor 15 Jahren trafen sich von Karma und Gregory Edgeworth vor Gericht und Karma gewann. Aber er kam nicht unbeschadet aus der Verhandlung heraus. Oh, es wird spannend, Leute, es wird richtig spannend! Was passiert im Prozess zwischen Edgeworths Vater und von Karma? Von Karma erreichte den gewünschten Schuldspruch, er gewann den Prozess. Aber Gregory Edgeworth beschuldigte von Karma Beweise gefälscht zu haben. Und obwohl er den Prozess verlor, stand Edgeworths Anschuldigung im Raum. Gefälschte Beweise? Das war der einzige Makel, mit dem von Karma in seiner Karriere zu kämpfen hatte. Gregory Edgeworth hat von Karmas perfekter Siegesbilanz eine Delle zugefügt. Wow. Das muss ein ziemlicher Schock für von Karma gewesen sein. Danach nahm er erstmal einige Monate Urlaub. Urlaub? Ja, ziemlich ungewöhnlich für ihn. Er war der erste und bisher einzige Urlaub in seiner langen Staatsanwaltskarriere. Echt? Er nimmt sonst nie Urlaub? Zum Beispiel, um ans Meer oder in die Berge zu fahren? Sagen Sie nicht, dass er noch nie in Europa war. Du hast komische Vorstellungen von Urlaub, Maya. Jedenfalls, es war das einzige Mal, dass er Urlaub genommen hat. Ich glaube, dass dieser Makel ihm sehr zu schaffen machte. Seltsam, wenn es ihm so sehr um eine makellose Bilanz ging. Warum hätte er also eine so lange Pause machen sollen? Was machen wir, Nick? Von Karma den Fall D6 ins Spiel bringen, darauf kannst du wetten. Was, wenn der Edgeworth sich im Fall D6 für schuldig bekennt? Das werde ich nicht zulassen. Ja, Herr Wright. Auch wenn es Ihnen nicht gefällt. Aber ein versehentlicher Mord ist immer noch ein Mord, wissen Sie? Das weiß ich. Ich glaube aber an Edgeworths Unschuld. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jemanden umgebracht hat. Aber Nick... Herr Edgeworth hat es doch gestanden. Sein Vater muss im Tod gelogen haben, um ihn zu schützen. Das ist mir egal. Ich weiß, dass er unschuldig ist. Herr Wright, wenn Sie so davon überzeugt sind, kann ich das nochmal überprüfen. In den Polizeiakten könnte etwas von Interesse stehen. Herr Großberg, vielen Dank.
Ich kann nichts versprechen. Die Chance, etwas zu finden, stehen schlecht. Ich verstehe. Die Polizeiunterlagen. Dann sollten wir da mal nachschauen. Würde ich mal so behaupten. Also, auf zur Strafe. Nee, Moment. Zur Kriminalabteilung. Stimmt, ich bin dumm. So. 27. Dezember, Polizeirevier, Kriminalabteilung. Hier ist kaum jemand. Die suchen wohl nach dem Alten, nach Yogi. Ah, Sie sind es. Ich glaube nicht, dass Herr Gumshoe heute noch zurückkommt. Er ist unterwegs und sucht jemanden. Hört sich an, als sucht Gumshoe tatsächlich. Vielleicht könnten wir nochmal einen Blick ins Archiv werfen. Nun, ich kann nicht jeden Zutritt gewähren, aber ich glaube, dass Herr von Kammer sich sowieso gerade dort umsieht. Solange er drin ist, können Sie auch hinein. Von Kammer? Ja, er ist gerade eingetroffen. Von Karma ist immer schief. Nick, schnell! Oh. Dezember, Polizeiarchiv, Polizeirevierarchiv. Staubig wie immer. Wir waren erst gestern hier. Bestimmt hatten sie noch keine Zeit zum Saubermachen. Was ist los, Nick? Nichts. Ich habe gerade festgestellt, dass er nicht da ist. Von Karma. Hä? Ey, der Schubladen ist offen. Das muss jemand vor kurzem dort hineingesehen haben. Auf dem Schild steht, ungelöste Fälle, Beweise. Ungelöste Fälle? Nick, der Akten zum Fall DL6, die Schublade ist leer. Was? Was machen Sie hier? Aha! Von Karma. Sie! Woher wissen Sie, wer ich bin? Echt jetzt? Wir standen dir gestern und vorgestern im Gericht gegenüber, du Vollidiot. Hä? Kennen wir uns? Was sagen Sie da? Wir sehen uns jeden Tag oder... Wir sehen uns jeden Tag, oder nicht? Wir sind die Verteidiger von Miles Edgeworth. Verteidiger? Tut mir leid, wenn Sie tut mir leid. Wie ihr seht, erinnere ich mich kaum an Verteidiger. Sind wie Ungeziefer für mich. Nutzloses Gesocks, das man zertreten sollte. Man merkt, dass dieser K.H.W.'s Mentor war. Oh, ich finde ihn ja von Talensicht so hässlich. Allgemein ist er ziemlich hässlich. Oh, Herr Edgeworth war ja Schüler, nicht wahr? Ein Romantiker, der seine Amateur auf der Art nie ganz abstellen konnte. Genau wie sein Vater, immer nur Zweiter. Herr von Karma, Sie hatten ein Problem mit, mit Gregory Edgeworth, nicht wahr? Ich? Ein Problem mit einem Strafverteidiger? Warum sollte ich? Vielleicht, weil ihr makellosen Siegesplanz einen Delle zugefügt hat? Also ja, aber was ich nicht verstehe ist, warum sie seinen Sohn unter ihre Fittiche genommen haben. Den Sohn ihres erbittertsten Rivalen. Das, mein Vater Anwalt, geht sie nichts an. Morgen ist der letzte Tag des Prozesses. Es ist eine Weile her, dass ein Verteidiger so lange durchgehalten hat. Noch werden sie am Ende verlieren. Miles Edgeworth wird seine Schuld eingestehen. Sie meinen seine Schuld von vor 15 Jahren? Sie sind ein fleißiger Rechercheur. Wenn Sie schon Ihre Hausaufgaben so gut erledigen, dann verstehen Sie es sicher. Sie wissen, was Miles Edgeworth morgen vor Gericht sagen wird. Wir hatten recht. Von Kammer den Fall der 6 morgen vor Gericht aufräumen. Ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht mal eine Idee wäre, ihn auf den Brief anzusprechen oder so. Herr von Karma, sehen Sie das mal an. Das waren Sie, nicht wahr? Sie wiesen Jani Yogi an, einen Mord zu begehen. Jani Yogi? Wie viele Jahre mag es ja sein, dass ich diesen Namen gehört habe? Er ist ein Dummkopf. Sagt ihm, er soll es verbrennen, nachdem er es gelesen hat. Sie geben ja dazu. Sie schrieben Jani Yogi diesen Brief. Ja, verehrter Herr Anwalt. Danke für die Mühe, ihn zu mir zu bringen. Sie haben mich damit vor einigen Unannehmlichkeiten bewahrt. Was? Nick, was ist das? Ein Elektroschocker. Selbstverteidigung, normalerweise. So ist es. 60.000 Volt jagen... 60.000? 600.000 Volt jagen durch ihren Körper, wie bei einem Hund in einem elektrischen Zaun. 600.000? Oh, keine Sorge. Es ist nicht tödlich. Normalerweise. Geben Sie mir jetzt den Brief. Nein! Nein! Oh, was machen Sie hier? Nick, lauf weg! Ah! Maya! Aus dem Weg!
Ah! Oh, er hat uns. Der Brief ist futsch, natürlich. Und er hat die D6-Beweise auch. Alle. Nun stehen wir wieder am Anfang. Warte. Maya sprang zuerst. Maya, geht es dir gut? Maya! Maya, mach die Augen auf! Maya? Der Brief, hat er ihn? Hä? Oh ja, geht's dir gut? Ich konnte ihn nicht zurück, aufhalten. Ich sprang so schnell es ging, aber der Schuss von diesem Ding hat mich voll erwischt. Ich bin zu nichts zu gebrauchen. Weder zum Anwalt, noch zum Medium. Ich kann auch nicht an meine Schwester rufen. Nicht mal jetzt, wo wir sie so am dringendsten brauchen. Ich wünschte, ich wäre nicht mehr aufgewacht. Maya! Oh, es muss eine Möglichkeit geben, wie ich ihr helfen kann. Ich sollte lieber erstmal was für ihr Selbstvertrauen tun. Hm? Maya? Ich habe etwas in der Hand. Was ist das? Eine Kugel? Fall ihr 6 vielleicht steht Nummer 7 aus dem Herz von Gregory Edgeworth. Ich erinnere mich. Von Karma hielt sie in der Hand, als Maya ihn ansprang. Ich beweise es dir, Maya. Du bist alles andere als nutzlos. Ich beweise es dir morgen vor Gericht. Oh, Leute. Jetzt geht das Spiel richtig ab. Jetzt. Morgen. Also, beziehungsweise morgen im Spiel. Keine Ahnung, ob der Party auch morgen kommt. Ich denke mal ja nicht. Kommt der letzte Protesttag. Und dann wird sich alles auflösen. Und alles erklären und was weiß ich noch. Quasi als Finale so mein Spiel. Es gibt ja noch einen fünften Fall, der in der DS-Version eingeführt wurde. Den spielen wir auch noch. Aber verpasst nächstes Mal nicht, wenn sich alles aufklären wird. Ich würde sagen, bis dann und ciao. Euer B-Row. Tschüss.